Ja, ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Und zwar das heutige Video an extremen Titel, das Katzenvideo oder ein Katzenvideo. Das hat eigentlich Bezug zu dem, was ich einmal ein Video gemacht habe über die Einsamkeit unter den digitalen Nomaden beziehungsweise generell unter Menschen. Und das Interessante an dem Video ist, dass ich jetzt, also wenn du es siehst, dann ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich das Video hochladen werde oder nicht. Ich habe im Prinzip kein wirkliches Konzept dahinter, hinter diesem Video. Das erste, warum ich dieses Video mache, ist, weil mir das... Ich habe einige Beobachtungen zum Thema Katzen gemacht. Dann war da ein Kommentar, den ich gelesen habe, zufällig, dass jemand gesagt hat, ich soll ein Video über Katzen machen. Und tatsächlich ist mir das dazu eingefallen. Die andere Sache ist, dass ich Angst habe, dass dieses Video zu beleidigend ist vielleicht für manche Menschen oder überhaupt für die Menschheit oder überhaupt ja für ja einfach zu beleidigend ist. Das könnte sein, dann siehst du das wieder nicht. Wenn du das Video jetzt siehst, dann weißt, dass ich der Meinung bin, dass es nicht zu beleidigend ist. Bevor ich mit dem Video loslege, muss ich eines dazu sagen. Es könnte sein, sowieso, dass ich irgendwie Katzen vielleicht irgendwie abfällig bezeichne, also dass ich irgendwie abfällige Ausdrücke zu Katzen gebrauche. Das liegt daran, dass ich eine Katzen- bzw. eine Katzenhaarallergie habe. Vor 20 Jahren in etwa, da lag ich einmal im Bett bei meiner damaligen Freundin und habe versucht, Luft einzuatmen. Das war irrsinnig schwer, Luft einzuatmen, so. Und dann, wenn ich die Luft eingeatmet hatte, konnte ich sie nicht mehr ausatmen. Also das war der nächste Krampf dann. Und so lag ich da im Bett, unfähig zu reden. In meinem Kopf dachte ich mir, jetzt nur keine Panik kriegen, damit eben nicht viel Sauerstoff brauchst, damit ich mit dieser wenigen Luft, die ich irgendwie reinziehen kann und dann wieder irgendwie rauspressen, dass ich damit überleben kann. Damals dachte ich eigentlich, ich hatte keinen Plan, dass das von Katzen kommt. Ich habe damals noch geraucht und ich habe ja richtig schön fett drei Schachteln am Tag da weggequalmt. Dachte ich mir, Junge, das liegt sicher an dem. Und lag so im Bett und dachte mir, am nächsten Tag zum Arzt gehen, haben wir gedacht, boah, scheiße, hey, Rauchen aufhören geht gar nicht. Da muss ich irgendeine Lösung finden. Ich war ja ein Hardcore-Raucher, das war ja ganz brutal arg. Aber an diesem Abend habe ich dann nicht mehr geraucht, logischerweise. Irgendwann ging es dann besser, irgendwann bin ich eingeschlafen, nächsten Tag dann eben zum Arzt gegangen und es war dann eben nicht wegen dem Rauchen, für mich super, ne? Also hey, alter Rauchen, kein Thema, ich kann weiter rauchen, sondern es war eben eine Katzenhaarallergie. War aber schlimm, also seit damals, also danach muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte ja echt Panik, also ich hatte wirklich wie Todesangst, ich dachte mir, wenn das jetzt, weil das ist ja immer schlimmer geworden, ich dachte mir, boah, vielleicht in ein paar Minuten kann ich gar nicht mehr atmen. Und ich konnte nicht reden, dadurch, dass die Luft so schwer rausgegangen ist. Ich war einfach froh, dass ich irgendwie Luft rein und Luft raus bekommen habe. Und dann habe ich irgendwie halt ja angefangen, Katzen zu hassen irgendwie, weil die wollten mich ja quasi umbringen, nicht? Also jetzt irgendwie unbewusst. Deswegen könnte es sein, ich mag auch heute Katzen noch nicht. Also ich habe nie mehr so Nahtoderlebnisse damals, aber ich habe halt natürlich immer... Wenn ich irgendwo mit Katzen an, dann, dass mich Jucken anfängt, speziell dann unter den Augen irgendwo und so weiter und so fort. Also das einmal vorweg. Aber darum soll es eben nicht gehen, sondern wie gesagt, ich habe dieses Video gemacht über die Einsamkeit mit Menschen. Und ich hatte ja früher auch schon einen Hund und mir ist auch aufgefallen, dass die Leute mit meinem Hund mehr reden als mit mir. Und ganz schlimm finde ich das mit Katzen. Weil ich habe, ja wie soll ich sagen, eigentlich eh da, wo ich jetzt hier bin, in diesem Naturcafé-Shop hier, die haben hier eine Katze. Das ist auch ein Grund, warum ich mir oft noch überlege, soll ich kommen oder nicht, weil ich merke, das zwar im Freien heraus und da sind keine Polstermöbel, da ist das alles einfacher. Aber zum Beispiel, letztens, ich sitze da, dann kommen zwei Ausländer hier daher. Ich sitze im Kaffeehaus hier. Die Ausländer kommen rein, ein Pärchen, ein Junges. Nehm mal an, dass die zusammen waren. Mann und eine Frau. Schätze mal so um die 25. Und die kommen zur Tür und
sehen mich, die Katze, und bücken sich zur Katze, streicheln das Vieh, reden mit dem Vieh. Und ich gucke nur so. Ich habe echt gedacht, ich gucke mir das mal so an. Dann haben die das aufgehoben, mit dem Tier da rein, da in den Garten rein, das Tier am Tisch hingesetzt und streicheln das Tier. Und nehmen die Frau nimmt es und so, und ja, alles so super und so. Und ich gucke die ganze Zeit so. Und dann merkt ihr, dass ich die ja anstarre. Ich habe die ja angestarrt, weil ich mir gedacht habe, ich bin ein Mensch, mich grüßen die nicht, die Katz grüßen die. Ein dreckiges Viech, ein Drecksvieh, das hier im Dreck, im Galz hier rumläuft, stellen die auf den Tisch. So, dann guckt die so, habe ich gemerkt, die hat, glaube ich, direkt Angst vor mir, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, ein muslimischer Terrorist bin oder sonst irgendwas. Und hat die so mal gesagt, so hallo, ich dann so lächle und sage zurück, hallo. Und beobachte die halt so ein bisschen weiter. Dann kommt da eh halt hier, Kellnerin ist halt hier die Besitzerin, fragt die, die bestellen sich was zu essen. So, und dann ist die ganze Zeit permanent die Katz am Tisch, er der Typ so irgendwie am Handy schauen. Die haben miteinander die ganze Zeit kein einziges Wort gewechselt, bis die gegangen sind. Habe ich nicht, vielleicht haben die eins gewechselt, ich habe es nur halt zumindest nicht mitgekriegt. Also viel, wenn, war es nicht viel. Ich habe am Nebentisch gesessen, habe nicht bemerkt, dass die einmal miteinander gesprochen haben. Außer so beim Bestellen. Da haben die bestellt, so sich angeguckt, so ja, hier was, und auf der Karte gezeigt. Und kriegen die ihr Essen und streicheln während dem Essen die Katze. Und ich denke mal, in Europa, überall hier Hype, HCCP, wegen Dreck, wegen Keimen, die rennen hier rum, die frisst hier irgendwie die Ratten zusammen. Da sind die Bakterien, alles ist fein für die Leute. Und ich frage mich, habe mich echt gefragt, was denkt man sich eigentlich, wenn man irgendwo hinkommt, da ist ein Mensch und da ist eine Katze. Wie ist ein Mensch programmiert, dass der sich zu einer Katze bückt und deine Katze streichelt und den anderen Menschen einfach ignoriert? Und wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das machen würde, dann komme ich nur zu dem Schluss, also abgesehen, dass ich schwerstgeistes gestört bin, also braucht man jetzt keine in die Kommentare schreiben, dass ich dann noch schwerer geistes gestört werden sein müsste. Eben, wie gesagt, das meine ich aber jetzt nicht negativ, das ist ja, vielleicht sind wir da auf dem Punkt, wo ich sage, das ist zu beleidigend. Ich meine es eigentlich mehr mit, ja, geistesgestört, armselig. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Woher kommt denn das, dass wir Angst haben, zum Menschen Hallo zu sagen, weil warum? Dass der sagt, ja, leck mir am Arsch. Oder warum haben wir Angst, zum Menschen Hallo zu sagen, aber zur Katze, wo wir eh wissen, die Katze, die, das ist ja das Geiste bei der Katze, die gibt ja einen Scheiß drauf. Deswegen mit Hunden verstehe ich es eher noch. Obwohl ich selber ein Hundeliebhaber bin, aber wenn ich hier in Thailand einen Köter sehe, der auf der Straße rumrennt, die sind dreckert, die stinken. Wenn du den angreifst, da stinkt der Hand danach. Das Gleiche ist mit der Katz. Da essen die, da denke ich mir, ich greife einen Hund nicht an. Obwohl ich Hunde ja eher mag, weil beim Hund hast du ja einen Response. Bei der Katz, da gehst du ja am Arsch vorbei im Prinzip. Und da habe ich mich eben, da frage ich mich so eben, wie ist das? Und da denke ich mir, ich glaube, da hätte ich, obwohl ich eh selbst eigentlich annehme, dass ich ja armseliges Würstchen bin und ein armseliges Seelenleben habe, da denke ich mir, da müsste ich ja echt noch ein weitaus ärmseligeres haben. Und das war nicht nur dieser. Also ich hatte da in letzter Zeit zwei sehr intensive Erfahrungen, wo ich mich wirklich damit beschäftigt habe. Das andere war, da war ich hier im Food for Thought. Das ist auch so ein, ja, relativ offenes Restaurant, was sehr beliebt ist bei den Ausländern. Und die haben auch Katzen da drüben. Und die rennen auch da drüben sehr oft am Tisch rum, was ich ekelhaft finde. Und die Ausländer alle super und Food for Thought und alles healthy und super. Und die Dreckskatzen, also nicht wegen Drecks, sondern weil die dreckig sind, weil die draußen durch den Kanal, im Kanal rumsteigen, und dann, da sind die gerade irgendwo in der Scheiße irgendwo rumgetappert, dann steigen die am Tisch und die Leute alle so super healthy Food, und da hier ist die Katze. Und da denke ich mir einfach so von der Logik irgendwie, die sind irgendwie ein bisschen hirnverbrannt. Aber egal, ich bin da in diesem Vortrag, so ein dicker Neger hat einen Vortrag gemacht. Und über Reichtum, super alles, hey, super Millionen verdienen und so weiter und so fort. Wie halt hier üblich in Chiang Mai, sind ja alle Superstars, die nur noch im Millionenbereich verdienen.
Und da sitzen die Leute alle und ich bin da eigentlich gekommen, weil damals habe ich gerade ein Video eigentlich gerendert und hatte die Zeit, dachte mir, ich möchte mal einfach mal gucken, was da so abgeht. Komm da hin. Und da rennen eben wieder diese Katzen rum und es ist Fragerunde. Und Leute fragen den Vortragenden, der offensichtlich super reich ist, also ich glaube schon, dass der irgendwie ein Business macht und nicht ganz auf der Nudelsuppe daher schwimmt. Aber die fragen den. Und Leute, die den fragen, die stellt eine Frage, der beantwortet ihnen die Frage. Das war bei zwei zum Beispiel. Bei zwei ist mir das extrem eben aufgefallen. Anstatt die zuhören, in der Sekunde, wo die Katz vorbeigesehen haben, war das weg. Die Katze und runter zur Katze sich beugen und die Katze hat so einen Scheiß auf die gegeben. Aber trotzdem versuchen angreifen. Die Katze kam Bock und springt wieder weg von denen und am Tisch und der nächste am Tisch wieder die Katze am Streicheln. Und ich saß da einfach drüben und habe das so beobachtet für mich und habe mir gedacht, wie ist man als Mensch eigentlich drauf? Da geht man hin, will Millionen verdienen, weil man da diesen super Erfolgstypen zuhört. Aber eine Katze, die einen Scheiß auf dich gibt, ist wichtiger. Und da habe ich mich echt so versucht, in diese Personen reinzusetzen. Und im Endeffekt bin ich draufgekommen, das sollte das Appell an das Video werden. Boah, ich glaube, ich kriege da nur Daumen nach unten. Ich glaube, da kriege ich einen Shitstorm. Aber vielleicht lade ich das Video hoch, weil bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich was Beleidigendes gesagt habe. Wie armselig ist man denn in der Persönlichkeit? Denkt mal drüber nach an alle die, die ihr die Katzen angreift, die ihr unbedingt eure Griffel auf den Katzen haben müsst. Inwieweit ihr mit anderen Menschen so sein könnt. Ich möchte euch nicht beschuldigen, dass das mein Problem ist, warum ich einsam bin. Weil es gibt ja Leute, die das nicht machen. Das Komische war, hinten nach habe ich mit einem Typen eine super Connection gehabt, auch mit einem maximal kolorierten. Und der Typ war da so einer, da hat es sicher mehr gegeben, die Katzen, aber der ist mir aufgefallen, dass bei dem die Katze unter den Füßen durch ist, der hat einen Shit gegeben. Der hat einen Typen angeguckt und der ist eigentlich ein sehr erfolgreicher Typ, der hat wirklich mehrere Firmen in Amerika. Und dachte ich mir, ah, komisch irgendwie. Der eigentlich erfolgreich ist und der sich selber liebt, also der hat mir wirklich, den habe ich geglaubt, dass der Typ sich selber liebt und in Balance ist mit sich selber. Der gibt einen Scheiß auf die Katze. Das ist mir auch oft aufgefallen in Thailand hier. Mit den Thailändern, dass ich mir denke, wo ich mir denke, so, deswegen komme ich auch mit der Einsamkeit, weil unter den Thailändern, die geben einen Schaß auf die Katze. Wenn du mit einem Thailänder zusammen bist, du bist irgendwo, da ist eine Katze, du bist irgendwo, der grüßt dich, der nimmt die Katze gar nicht wahr, weil das ist irgendwie ein Viech, das ist ein Tier, das ist das, was ihr, die ihr alle ja eh an Gott glaubt, gesagt hat, das ist das Vieh, das wir uns alle untertan machen sollen. Wobei ich da mit den Veganern und den katholischen Veganern nicht klarkomme, ob die den Auftrag vom Gott nicht so ganz verstanden haben. Aber egal, das ist ja ein anderes Thema. So, ja, und deswegen, was mache ich dann? Appell, eine Frage an euch. Was ist es denn jetzt im Endeffekt? Ich sage wirklich, es liegt daran, an schweren, nicht geistigen, sondern seelischen Störungen. Wahrscheinlich, weil man ja verletzt ist. Jeder Mensch tut ja eh das Beste, was in ihm ist. Also macht ja keiner bewusst absichtlich etwas Böses dem anderen gegenüber. Ich glaube wirklich, dass eben diese Leute schwerste seelische Ängste, Schamgefühle, was auch immer haben und können mit anderen Menschen gar nicht so connecten. Und ich denke mal, ist vielleicht nicht mal besser, auf die Katz zu scheißen, also nicht jetzt dann buchstäblich, sondern zum anderen Menschen hingeben, seine Arme weit öffnen und den anderen Menschen zum umarmen und sagen, ey, ich kenne dich nicht und ich liebe dich trotzdem, du bist ein Mensch. Ich freue mich einfach, dich zu sehen. Vielleicht eine geisteskranke Ideologie von mir, aber ich glaube, das wäre ein besserer Weg. Gerade Katzen, ey, wenn du das siehst, da hat keiner Bock auf dich von den Katzen oder keine von den Katzen, die sind da weg. Und so weiter. Also, ja. Das ist das Video heute. Stand jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video hochladen werde. Vielleicht gucke ich mir das Video an und denke mir, Junge, das ist geisteskrank. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist heute wieder Mittwoch. Kurz vor vier. Wäre auch trotzdem cool, nachdem ich so viele Kommentare, ich habe heute den ganzen Tag Kommentare und E-Mails noch beantwortet. Ich glaube, ich müsste jetzt wirklich jede E-Mail beantwortet haben.
irgendwie komme ich drüber nicht hinweg, dass ich dann die E-Mails alle lösche oder irgendwie und sage, scheiß drauf. Ein paar habe ich nicht beantwortet, vorher schon mal, wo ich mir dachte, da schaffe ich es nicht. Aber irgendwie ist das so, da sind coole Kommentare, coole E-Mails dabei gewesen, wo ich mich gefreut habe, denen zu antworten oder sonst Leuten, die, ja, wo ich halt eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen habe. Kommentare habe ich noch nicht alle beantwortet. Ja, und das hat mich auch so ermutigt irgendwie oder ermutigt mich, dass ich vielleicht doch heute das hochlade, ist doch schwierig, weil eigentlich freue ich mich schon wieder. Ich weiß nicht, wen ich beleidigt habe. Ich weiß auch, dass viele Leute das gucken, weil sie mich mögen. Und ich möchte keinen verprellen. Das ist in Ordnung, dass man Katzen mag. Also ich möchte das auch nicht sagen, dass man Katzen hassen muss. Logischerweise weißt du ja jetzt von mir, ich habe ja unbewusst schon etwas, das mir schwerfällt, Katzen zu mögen. Und nichts dagegen, dass man Katzen mag, aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die Rangordnung, ich würde auch nie einen Hund bevorzugen gegen Menschen, obwohl ich wirklich Hunde mag. Ob man sich da nicht vielleicht einmal so die eigene Rangordnung für sich selber... Ich glaube, mit Menschen hat man mehr Spaß irgendwie. Ich bin noch nicht so weit. Ja, was ich aber bei dem Video auf alle Fälle noch sagen möchte, super, dass du bis jetzt noch mit dabei bist. Ich habe dieses Video über Einsamkeit gemacht und ich habe mich eh schon mal bedankt. Hey, danke, Wahnsinn für die Feedbacks, die da waren. Die waren einfach irre. Ich konnte es nicht glauben, wie tiefgründig einige Antworten waren, einige Ratschläge waren. Da habe ich ja um Ratschläge oder um eigene Erfahrungen von Menschen gebeten. Wirklich toll. Und ich habe mich logischerweise ja eh schon länger damit auseinandergesetzt. Aber seit ich das Video gemacht habe, ich glaube, das jetzt müsste ja direkt 2 Wochen schon her sein, ich frage mich ja jeden Tag, wie ich mich fühle. Also ich observiere mich ja jeden Tag und manchmal habe ich Gefühlszustände, wo es mir schwierig fällt, diese Gefühlszustände zu beschreiben. Aber ich würde sagen, also das ist also nicht gelogen jetzt, nicht bewusst gelogen. Vielleicht lüge ich mich unbewusst an. Aber ich würde echt sagen, seit damals habe ich mich nicht mehr einsam gefühlt. Irgendwie komisch, oder? Ich fühle mich alleine. Es gibt Momente, wo ich mich so ein bisschen alleine fühle, aber das habe ich ja damals schon gesagt, zwischen alleine und einsam ist ja ein Unterschied. Und es ist irgendwie auch komisch. Also eigentlich hätte ich das gerne dokumentiert, wie man aus der Einsamkeit herauskommt. Ein Schritt muss ich dazu sagen, das habe ich eben auch von diesem Katzentypen, von dem Maximalkolorierten, der ein paar Firmen in Amerika hat, also dem es scheinbar finanziell sehr gut geht. Und ich glaube denen das auch, also... Es könnte immer sein, dass dich jemand verarscht. Ich habe den gefragt, was ihn so glücklich macht und was eines seiner Rezepte ist und hat gesagt, für sich selber das Wichtigste ist, dass er jeden Abend, bevor er schlafen geht, seinen Körper dankt für all das, was da ist. Er dankt seinem Herzen, dass es schlägt die letzten, keine Ahnung, wie alt er jetzt am war. Also, er hat mich ja gefragt, habe ich ihm gesagt, 46, hat er gesagt, wann hast du dein Herz letzte Mal gedankt, dass es 46 Jahre ohne Pause und Unterbrechung geschlagen hat. Und da habe ich echt drüber nachgedacht und ich mache es nicht jeden Abend, aber ich mache es zum Beispiel, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, wenn ich zum Joggen gehe, dann spreche ich jetzt zum Beispiel während dem Joggen oder während dem Fitnessstudio mit Teilen meines Körpers und auch eben zum Beispiel wirklich auch vorm Einschlafen, so liege ich da drüben und danke einfach, nicht so ganz bewusst, wie er mir das vorgezeigt hat. Und bin da und denke mir, wow, danke, liebes Herz, eigentlich urarg, 46 Jahre. Nicht eine Minute Pause, wenn eine Minute Pause wäre, wäre ich nicht mehr da. Und ich habe Rheuma und ich habe mir gedacht, boah, ich kann meinen Knien ja nicht danken, die scheiß Rheuma in die Knien. Und dabei denk ich mir, Alter, das war so arg, ich konnte meine Knie nicht mehr abbiegen. Und ich kann meinen Knien danken und denken, Wahnsinn, ihr tragt mich überall hin noch, so arg. Und habe echt also im Fitnessstudio oder beim Laufen, obwohl mir beim Laufen die Knie wehtun, ich habe dann angefangen, meinen Knie zu danken. Ihr tut mir weh, aber ich kann noch immer laufen. Wie arg ist das denn? Ey, wenn ich im Rollstuhl wäre, ging das nicht. Und nicht eine oberflächliche, nicht eine pretendete, nicht eine vorgespielte Dankbarkeit, sondern wirklich, also ich habe das Gefühl, dass ich diese Dankbarkeit tatsächlich fühle. Vielleicht ist das ein Schritt aus der Einsamkeit raus. Wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich viele, viele andere Sachen auch mache. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich eine Morgenroutine
zeigen sollte von mir. Nicht. Da habe ich das Problem, dass viele YouTuber das machen und ich denke mir, boah, ich möchte nicht so einen hirnverbrannten Scheißer machen, wie die machen, weil es geht ja kaum was an. Morgenroutine ist ja normal von irgendeinem super erfolgreichen Menschen. Wenn der Arnold Schwarzenegger sagt, ich zeige mir Morgenroutine, ja, dann gucke ich die, aber bei den YouTubers hier in Schirmai denke ich mir, Junge, ey, warum soll das jemand angucken? Bei mir ist es eben wegen dem, wie ich aus meiner Depression raus bin, weil ich mal gedacht habe, das ist auch ein wichtiges Ding, vielleicht auch ein wichtiges, wegen der Einsamkeit. Ich weiß es nicht, vielleicht bringe ich das eh sonst noch einmal. Ansonsten, ich danke dir, dass du das Video bis zu Ende angeschaut hast. Und ich würde mich freuen, ich würde mich wirklich freuen, oder ich freue mich über Kommentare, deine Meinung zu den Katzen dazu. Aber bitte jetzt an, bitte nicht, weil wir das haten, weil es mich verletzt. Spart euch doch die Hater-Kommentare, wenn ich jetzt jemanden mit der Katze verletzt habe. Ich hab's, ich mein's nicht böse. Ich mein's wirklich nicht böse. Katzen sind lieb, es ist alles schön, wenn man mit Tieren einen guten Kontakt hat, wenn man Empathie zu Tieren hat, das wird ja auch in der Therapie verwendet. Ich meine es nur mit dem in die Balance rücken, wo ist ein Mensch, auch wenn uns ein Mensch verletzt, vielleicht irgendwie eine Idee finden, dass wir mit uns Menschen besser können. Klingt fast ein bisschen wie ein Prediger, was ich jetzt sage, aber gut, ist so. Ich bin so, wie ich bin und ich danke euch, ich danke dir, dass du mich so nimmst, wie ich bin. Die Engländer sagen, ich rede ohne Filter. Die meinen, ich habe keinen Filter eingebaut zwischen meinen Meeren und meinem Mund. Ich finde diese Aussage eigentlich ganz cool. Und so möchte ich auch sein. Ich danke dir, dass du bis zum Ende des Videos angeschaut hast. Wenn du das Video nicht magst, gib dem Video einen Daumen nach unten. Und wenn du es magst, gib ihm einen Daumen nach oben. Und ich freue mich über die Kommentare, was wirklich deine Meinung dazu ist. Ansonsten wünsche ich dir alles das Beste, alles Liebe, alles Gute, Servus und bis zum nächsten Mal. Boah, Junge. Ich muss drüber lachen und trotzdem stelle ich mir manchmal die Frage, ob ich echt irre bin. Und dann denke ich mir, aber eigentlich fühle ich mich echt viel glücklicher. Also wenn ich zurückblicke in die letzten Jahre, dann fühle ich mich so viel glücklicher und denke mal, vielleicht ist wirklich einfach irre sein super. Wie ich mir früher oftmals so, was ja heißt, so diese Behinderten angesehen habe und auch in der Schule letztes Jahr mir gedacht habe, boah, Alter, der lacht so von Herzen, der ist glücklich mit sich selber. Vielleicht bin ich auch am Weg, dass ich ja irrer bin und einfach glücklich. Und ich glaube, ich würde es wahrscheinlich sogar tauschen, ich weiß es nicht. Was habe ich davon, wenn ich geistig normal und ernst bin und keine Freude am Leben habe? Wenn ich das ins Video einschneide, Alter, dann bin ich für mich, für andere deppert, aber für mich mutig. Servus.